Hallo, meine lieben Diamonds, und herzlich willkommen zu diesem Unbagging. Ich habe die Tüte schon aufgeschnitten. Ich werde euch gleich zeigen, was ich drin habe. Aber dieses Video wird in zwei Teile geteilt. Ich habe nämlich so einiges ausgesucht und das passt. Das wird ein langes Video und deshalb wird es in zwei Teile gepackt. Also nicht wundern. Ich werde ein paar Bilder jetzt zeigen und die nächsten zeige ich dann im nächsten Video. Ich habe Post von Yohomi bekommen. Ich durfte mir etwas aussuchen. Diesmal durfte ich mir etwas mehr aussuchen. Und ich habe mich so auf dieses Paket gefreut, das glaubt ihr nicht. Ja, ich werde es mir mal eben bequem machen hier auf meinem Stuhl. Ich habe heute übrigens umgestellt. Deshalb ist das Stativ jetzt endlich wieder an der Fensterbank angebracht und ich habe ein bisschen mehr Fläche hier zu präsentieren. So, wie ihr schon seht, ich habe die Schere bereit. Ich habe hier die Tüte. Ich zeige euch mal einen kleinen Einblick. So. Damit ihr seht, warum ich es in zwei Teile diesmal schneide. Sonst mache ich ja alles immer in einem Video. Aber diesmal werden es zwei Teile. Das ist einfach, ja, ich mache es spannend. Sagen wir mal so. Ich packe jetzt erstmal alles aus, was da drin ist. Und werde dann gucken, was ich euch heute präsentiere und was das nächste Mal. So, Nummer 1. Nummer 2. Hoppala, Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5, 6, 7, 8, 9 und dann haben wir hier noch zwei Sachen, die keine Diamond Paintings sind, aber die mit meinen Streams zu tun haben und das ist das Beste überhaupt. Also die Angebote bei Yohomi waren echt diesmal der Hammer. Ich habe so lange gebraucht, bis ich mir was ausgesucht habe. Das ist der Hammer. So, ich fange einmal mit den Bildern an. Und zwar werden wir einfach, wie viel nehmen wir denn mal? Ich nehme jetzt einfach mal zufällig raus. 2, 3, 4. So, 4 tue ich weg fürs nächste Mal. So, lege ich zur Seite. Und... ja, 5 zeige ich euch heute. Genau. Und die Sachen, die nichts mit den Diamond Painting zu tun haben, diese hier, die zeige ich euch auch beim nächsten Mal, einen davon. Den anderen, den zeige ich euch heute mit dazu. So, wir fangen einfach mal hiermit an. Wupp. Müll zur Seite. Und zwar, was das hier ist, ist ein Fotohintergrund. Was es damit auf sich hat? Ja, ich streame und habe hinter mir ein riesengroßes Regal. Und wenn ich dann davor sitze und diesen Fotohintergrund dann hinter mir habe und dann meine LED-Lichterkette an ist, ich sage euch, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich hatte sowas noch nie und ich bin total euphorisch. Ja, also jetzt sieht noch im Moment total komisch aus, aber ihr seht, es ist ein Mauerwerk, ein buntes. Ja, ich zeige euch mal das Originalbild eingeblendet, das seht ihr hier. Und als ich das gesehen habe, musste ich dieses Tuch haben. Fühlt sich sehr gut an, sehr fein, guter Stoff, gute Qualität, würde ich sagen. Ja, ist riesengroß. Ich werde es euch dann auch im Stream zeigen, wenn es an dem Regal hängt. Hier von hinten ist es weiß und von vorne ist dann dieser bedruckte Stoff. Davon gibt es so viele verschiedene, also ihr könnt euch da richtig austoben. So, das hänge ich jetzt mal über den anderen Stuhl, der hier neben mir ist. Aua, jetzt ist es umgeflogen. Moment. So, lege ich mal hier hin. So, dann machen wir mal weiter mit den 5 Bildern, die ich euch rausgepickt habe. Und zwar, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich ausgesucht habe, weil ich so viel aussuchen durfte. Diesmal bin ich so ein bisschen, ich lasse mich überraschen. Ich bin da genauso unwissend wie ihr. So, ich lege die Sachen mal hier zur Seite und öffne mal eins nach dem anderen, um euch die richtig zu präsentieren. So, das nehmen wir zuerst. Ach, ist das aufregend heute. Ja, ich habe mich so auf diese Fotohintergründe gefreut. Ja, weil ich ja gerade so mittendrin bin, so am Anfang mit Streamerei. Und ich wollte keinen normalen Greenscreen, ich wollte eine Fotowand für meine Streamerei. So, was haben wir hier? Oh ja! Ja, ja, ja. Hier habe ich ein kleines 30x40 Bild. Ich hoffe so sehr, dass es gut rauskommt. Ich hoffe es, weil bei 30x40 ist es nicht
immer unbedingt die beste Wahl. So. Wir gucken jetzt erstmal auf die Steine. Und zwar sind das runde Steine. Schöne Grüntöne dabei. Rosa, schwarz, ein bisschen weiß, ein bisschen grau. So, dann haben wir ein Standard-Toolkit mit Zipbeuteln, mit Wachs, mit einem Schiffchen und einem rosa Stift. So, das tue ich beiseite, wie immer. Ihr kennt mich. Und jetzt drehen wir das Bild mal um. Und ja, wie zu erwarten. Also, was soll ich dazu sagen? Es ist 20 Farben. In größer wäre es richtig, richtig cool rausgekommen. Ja. Nichtsdestotrotz, der Druck ist ein guter. Ich zeige euch den mal. So. Der Druck sieht gut aus. Ist halt nur zu klein für dieses Bild. Mein Gott, was ist denn heute los? Nichtsdestotrotz ist der Druck sehr gut. Und wenn man zwischendurch was zu pixeln braucht, weil man gerade süchtig ist und kein Bild sonst zur Verfügung hat, ist es okay. Ja? Die Qualität ist gut. Nur halt der Druck ist, ja, zu klein. Ist ein bisschen zu klein. So, dann lassen wir die Kamera wieder fixieren. Hallo! Bip. Fixiert die jetzt mal? So, jetzt fixiert's. Dann nehmen wir unser nächstes Bild. Ist auch wieder ein 30x40, soweit ich weiß. Ich guck mal rein. Da ist immer so ein bisschen knifflig. Also man muss wirklich Glück haben, dass ein 30x40 Bild gut rauskommt. Deshalb sollte man immer Nahaufnahmen wählen, was ich ja bei dem hier getan habe. Aber irgendwie, okay, es sollte halt so nicht sein. Ist für zwischendurch ganz gut, sagen wir mal so. So. Aber ihr kennt das. Ich habe schon ein paar 30x40 Bilder gezeigt, die eine super bunte Qualität hatten. Ja, obwohl die Größe sehr klein war, aber die Qualität von dem Druck war sonst sehr gut. So, hier habe ich etwas genommen, wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Es ist eine Schrift. Ich drücke mal kurz Stopp, Moment. Es ist ein Bild mit Aufschrift und zwar Every Love Story is beautiful, but ours is my favorite. Ja, jede Liebesgeschichte ist wundervoll, aber unsere ist meine liebste. Ja, finde ich sehr schön. Sind auch wieder runde Steinchen. Mit den Steinen hatte ich eigentlich noch nie Probleme bei New Homie. War alles immer sehr gut. Die sehen auch gut aus. Ja. So. Gut. Ein Toolkit. Standard-Toolkit. Brauche ich euch auch nicht mehr zeigen. Ihr kennt das mittlerweile. Und das Bild sieht sehr gut aus für diese Größe. Ihr seht, nicht alle 30x40 Bilder sind zu klein gedruckt, sondern es kommt immer darauf an, was drauf abgebildet ist. Und ich finde, dieses Bild kann man super mit AB-Steinen ersetzen. Hier, Leuchtsteine. Hier, AB-Steine in weiß. Na, also das ist alles machbar. Hier auch Leuchtstein, Leuchtstein. Lasst es funkeln, lasst es strahlen. Pimpt eure Bilder auf. Ich zeige euch den Druck mal von nahen. Das sieht sehr gut aus. Ja? Sehr, sehr gut sieht das aus. Hier, 30x40. DMC-Nummern dabei. Also ihr könnt die Steine hinterher wegsortieren. Das war bei dem anderen Bild, glaube ich, auch der Fall. Nein. Bei dem Katzenbild waren leider keine DMCs dabei. Das ist auch immer so ein bisschen schade. Aber hier sind welche bei. Ja, und das Bild ist echt gut. Das gefällt mir super. Das gefällt mir super, super gut. Ja, packen wir das mal weg. Und schnappen uns das nächste. Nummer 3. Ach, was war das eine Aussucherei. Als mir dann geschrieben worden ist, ich sollte mir was aussuchen. Ich hätte so und so viel Budget. Da war ich erstmal überfordert. Und habe gesagt so, okay, gib mir Zeit. Ich brauche ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe 2-3 Stunden habe ich gebraucht, bis ich mir was ausgesucht habe. Oh, ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Home, sweet home. Ich sage ja, mit Aufschriften macht man nie was verkehrt.
Ich habe mir jetzt mal hier sowas genommen, um es in unserem Flur zu hängen, weil es so ein bisschen oldschool ist und das finde ich richtig schön, ja. Also der Druck ist super. Passt super. Ihr seht's. Ich muss nur mal stillhalten, dann sieht man es besser. So. Scharf. Kamera stell scharf. Ja. Also, ihr seht, die DMC-Nummern sind auch hier mit dabei. Die Bildnummer und 40 mal 30. Ja. Ich messe meine Bilder nicht nach, so wie das andere machen, weil ich habe mir das Bild ausgesucht und mir ist egal, ob es jetzt 2, 3 Zentimeter weniger sind oder nicht. Hauptsache, ich habe Spaß. So, runde Steinchen haben wir dabei. Sehen auch alle sehr gut aus. Also kann ich jetzt nichts sagen. Seht ihr? Das sind schöne Steinchen. Das sind schöne Steinchen. So. Packen wir das auch mal weg und gucken uns das nächste Bild an. Wir haben ja noch ein bisschen was hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr auch dort schnuppern möchtet, ne? Also diese E-Mail-Adresse, ne, E-Mail sag ich schon. Diese Homepage-Adresse ist in der Videobeschreibung. Tobt euch aus, guckt euch um. Und wenn ihr nur da rumschnuppert, dann schnuppert ihr nur rum. Ihr müsst ja jetzt nicht den Laden leer kaufen. Ihr könnt ja auch einfach nur mal gucken. Ja, also, New Homie kenne ich jetzt seit einem Jahr, die Firma. Und bis jetzt war es immer ganz gut. Wenn ich nicht die Bilder zu klein ausgewählt habe, dann war es gut. Weil der Fehler liegt ja auch an mir, ne? Wenn ich mir ein zu kleines Bild bestelle, bin ich selber schuld. So, was haben wir hier? Ah, den Buddha. Den Herzbuddha. So. Auch ein sehr, sehr kleines Bild, aber ich kann erkennen, was da ist. Ja, also ich kann erkennen, dass hier der Buddha ist, die Bäume, hier die Schatteneinfälle und hier der Mond, den wir die auch zum Leuchten bringen. Wir haben die DMC-Nummern mit auf der Liste. Wir haben die Bildnummer hier oben. Und runde Steinchen. Runde Steinchen. Die sehr, sehr schön aussehen. Ja, also da kann man auch wieder nichts sagen. Hier spiegelt es sehr dolle. Aber ihr seht, die Steine sind gut. Die sind gut, die sind gut. Zeige ich euch auch mal den Druck. Ja. Druck sieht schön aus. Da werde ich meinen Spaß mit haben. Einen kleinen schönen Rahmen. Die Größe ist 30 mal 30. Wie immer seht ihr das Bild eingeblendet. Ja, hab's gesehen, muss das haben. Ganz einfach. Ist super schönes Bild. Ja, also ich habe diesmal wirklich Bilder gewählt, die ich mir auch aufhängen würde. Gut, das mit der einen Katze ganz am Anfang hänge ich mir nicht auf. Aber ich werde es irgendwann mal auf jeden Fall painten. Ne? Also alles, was ich hier habe und was ich mir ausgesucht habe, werde ich entweder painten oder verlosen. So. Dann haben wir noch eins für dieses Video. Das letzte. So. Und ich hoffe, es ist ja diesmal auch eine Katze. Ich hoffe, es kommt gut raus. Es ist auch wieder 30 mal 40. Ich habe diesmal wirklich nur kleine Bilder gewählt. Und davon halt sehr viele. So, ich packe mal alles zur Seite hier. So, wir haben hier auch wieder runde Steine. Brauche ich euch eigentlich gar nicht mehr zeigen. Die Qualität ist eigentlich immer die gleiche bei den Steinen. Ja, hier haben wir auch grün dabei. Hier ist so ein schönes Orange. Ja, ein Toolkit. Wieder mit Beutelchen, Wachs und so weiter. Tun wir auch zur Seite. Schwupp. Na, sieht man's? Jein. Auch hier wieder etwas zu verpixelt, aber man erkennt es. Ja, man erkennt die Katze. Aber ich finde dieses hier so ein bisschen kantig. So, wir haben jetzt gesehen, 30 mal 40 Bilder können gut und können auch mal schlecht sein. Es kommt immer darauf an, wie viele Details auf dem Bild sind. Hier sind zum Beispiel viele Blumen und so. Und die erkennt man halt nicht, wenn es zu klein gedruckt ist. Das hier soll, glaube ich, ein Schmetterling sein.
Ja, ich habe mir die Bilder einfach zu klein ausgewählt. Ich hoffe, die kommen größer bald auch rein. Dann bestelle ich mir die auch in groß. Aber ihr seht, 30x40 Bilder sind nicht immer so schlecht. Ja, die sind auch richtig genial. Also das hier liebe ich. Abgöttisch. So. Ich zeige euch jetzt aber mal den Druck. Den Druck. Der Druck ist gut. Also gegen den Druck und die Steine kann man überhaupt nichts sagen. Hier sind aber keine DMC-Nummern dabei. Hier ist der Druck ein bisschen verpixelt, wenn man das Vorschaubild sieht. So. Und dann das Bild. Ja. Ich muss sehen, wie es aussieht, wenn ich es gepaintet habe. Vielleicht sieht es dann auch wieder ein bisschen besser aus, ne? Also man muss es painten, um zu sehen, ob es dann nicht vielleicht sogar besser wirkt. Das kann alles sein. Wie gesagt, der Druck ist super, die Steine sind super. Wenn es ein bisschen zu klein gedruckt ist, liegt es daran, dass meistens die Firmen die Bilder in klein bekommen und dann halt so weiterverkaufen. Und durch die Reaktion der Käufer und der YouTuber können die Händler daran arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, holt euch dieses Bild, also für den Handel, in ein bisschen größer, dann ist das ein guter Tipp für die Kunden, die nach mir kommen. Ja? Ja, also ich kann nur sagen, 30x40 Bilder sind so ein zweischneidiges Schwert. Ja, können gut sein, können schlecht sein. Aber die meisten sind eigentlich ganz gut. Ja. Also ich finde alle Bilder gut. Ich werde alle Bilder painten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video bei Teil 2. Bis morgen. Nee, bis doch, bis morgen. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.